Guten Abend, Herr Dr. Flögel. Ich werde Ihnen jetzt heute noch den zweiten Anflug zeigen, und zwar von Richtung West oder Whisky. Das ist dieses Gebiet, wie wir den Flugplatz anfliegen können. Den Eco-Anflug oder East-Flug haben wir letztes Mal schon gezeigt. Also wir kommen hier von West. Also Whisky, wir fliegen hier über diese Wälder, man sieht es da nicht. Da hat es eine Waldöffnung und diese Waldöffnung überfliegen wir, fliegen dann Richtung Flugplatz und können so über den Flugplatz fliegen und das Landetee und die Windsäcke anschauen. Machen dann einen Bogen, wenn wir feststellen, wir landen auf der 30 heute da. Machen wir da den Bogen und fliegen den Kreis in den Downwind von 30 bis zu dem Weg oder Straße ist es eigentlich. Dann dürfen wir hier ein paar Häuser kreuz, also überfliegen und wir kommen da auf dieses Industriegebiet, da hat es ein kleines Haus, das kleine Haus fliegen wir an, dann drehen wir ab und dann sollte es genau stimmen für die 30. Das Video heute hat zwei Teile, in dem Sinn, wir machen den Abflug und ich werde versuchen, den Flugfunk so erklären, wie wir das machen, auf Englisch, aber Sie dürfen selbstverständlich auch in Deutsch, in Deutsch sich melden, weil das darf man ohne weiteres. Wir sind uns einfach besonders, ich bin mich einfach vor allem mit dem Englischen gewohnt, weil ich die Wörter da wie Holding Point, also Anhaltpunkt und Rollen Sie und so. Taxi to und so weiter. Ich kenne die Deutsche, es ist mir einfach nicht so geläufig. Aber mir ist es auch schon passiert in Deutschland, ich mit dem Englischen angeflogen bin und der hat Deutsch gesprochen. Ich bin dann aber auf dem Englischen geblieben, weil ich diese Wörter einfach nicht zuvorderst habe. Also der erste Teil ist der Abflug auf der 30 mit dem Bogen, den wir hier fliegen und dann in den Downwind mit der See und da bei Sierra aus. Dann machen wir gerade einen Bogen und fliegen da bei Whisky oder West wieder ein und melden uns dann da wieder an. Wie gesagt, die Funkmeldungen sind nur so Blindmeldungen, weil zwar immer etwa jemand im Turm da ist oder er hat den Handfunk bei sich, aber das läuft eigentlich einfach ab. Er gibt höchstens, wenn irgendwelche Gefahren bestehen, da mischt sich der Turm ein oder wenn ich ihn etwas frage. Machen wir dann gerade hier am Anfang. Gut, jetzt haben wir die Karte angeschaut. Wir stehen jetzt da schon auf einem Parkplatz und werden jetzt nach vorne rollen und fangen jetzt gerade mal, machen wir die Klappen mal raus, der Motor läuft schon. Motor darf man also starten, ohne das am Funk zu melden. Mit laufendem Motor, bevor wir rollen, müssen wir dann sagen, dass wir rollen. Man kann am Anfang ohne weiteres, ist vielleicht sogar sinnvoll, sich melden und einen Radiocheck verlangen. Also ich bin Hotel Bravo Sierra India Mike. Ich würde dann sagen, Hotel Bravo Sierra India Mike, Radio Check please. Dann würde der Turm antworten, Hearing of 5 by 5 oder irgend sowas. Und dann gebe ich eigentlich nur noch wieder bereit und sage, Taxi to Holding Point Runway 30. Und vor Outbound Sierra. Und ich kann jetzt nach vorne rollen. Ich bekomme da also keine Antwort.
sondern das haben jetzt einfach die anderen Flieger gehört. Wir lösen jetzt hier die Handbremse, rollen nach vorne. Das ist jetzt in Speck bereits schon ein bisschen anders. Wir rollen jetzt da nicht direkt auf die Piste, sondern wir überqueren hier die Piste und stellen uns auf der anderen Seite hin, für den Motorencheck zu machen. Würde ich also an dieser Stelle, würde ich jetzt also sagen, machen wir einen Sicherheitsstopp. Hotel India Mike, man kann das abkürzen, nur erster Buchstabe und zwei letzten. Hotel India Mike, Crossing Runway 30. Vorher schaue ich natürlich, ob keiner im Anflug ist, da bin ich verantwortlich, weil der Turm ja nicht aktiv ist. Der würde mir höchstens sagen, wenn ich das sage und es ist einer im Anflug, dann würde er sich dann schon melden. Aber da darf man sich nicht drauf verlassen. Also ich bin verantwortlich, dass keiner im Anflug ist, wenn ich die Piste überquere. Aber ich sage es einfach als Blindmeldung, damit alle anderen wissen, ich habe im Sinn, jetzt die Piste zu überqueren. So, wir stehen uns hier in 45 Grad Winkel an, dass ich die Übersicht habe, wenn jemand anfliegen würde und so. Und an dieser Stelle kann man den Motorencheck machen. Wir haben da, wir geben da jetzt ein bisschen Gas, da ist der Motordrehzahl. Ich gehe jetzt da auf diese 1800 Umdrehungen. Ich sehe da, dass die Handbremse nicht richtig gezogen wurde. Mal schauen, wie weit ich jetzt. Ja, es geht noch. Ich habe gesehen, die Handbremse hat nicht. Habe ich schon angezogen, aber ich habe sie irgendwie nicht erwischt. Also, wir gehen hier jetzt auf diese 1800 Drehungen, wo wir den Motorencheck machen. Wir machen das mal weg, das kann man hier wegmachen. Wir machen da linker Magnet, schauen, dass da nicht mehr 50, ja, ist ein bisschen viel, gehen wieder auf beide und gehen auf den rechten Magnet. Wir haben da auch ein bisschen Abfall, aber das ist im Rahmen. Sollte eigentlich nicht mehr als 50 sein, aber das ist jetzt einmal gut. Dann wäre der Motorencheck okay und so weiter. Wenn ich dann startbereit bin, dann schaue ich, ob kein Flieger im Anflug ist und sage dann als Blindmeldung Hotel India Mike, Lineup Runway 30. Dann kann ich auf die Piste rollen. Wir müssen jetzt schon die Handbremse jetzt lösen. Wir sind jetzt schon ein bisschen weit vorne, aber das ist ja egal. Wir rollen hier auf die Piste. Ist keine Hartbelagpiste, ist einfach eine Naturpiste mit so Gumminetzen, die eingeflochten sind, um die Piste ein bisschen zu schonen, dass sie nicht so stark abgefahren wird. So, wollte mich in die Mitte stellen und dann wollte ich die Handbremse anziehen. Und dann würde ich einfach sagen, Hotel India Mike, taking off runway 30. Kann auch sagen, Runway 30, taking off. Wie gesagt, Sie können das auch auf Deutsch sagen, das ist also akzeptiert. Mach die Handbremse los und start jetzt hier den Flieger. Das habe ich noch vergessen, warte mal, ich breche nochmals ab. Ich wollte für nachher, wenn ich den Autopiloten reintun, wollte ich da eine Höhe angeben, wo ich da auf 2000
800 Fuß gehe. Ich mache da Navi rein und eine Steigrate, wenn ich dann den Autopiloten reinmache zum Teil, dass ich ein bisschen mehr erklären kann. So, jetzt sind wir aber startbereit. Wir schauen, jetzt haben wir die Geschwindigkeit erreicht, können abheben, heben wir ab den Flieger und fliegen bis zur Straße nach vorne. Und nach dieser Straße machen wir den Linksbogen, weil diese Häuser da nicht überflogen werden wollen. Die sind heikel und gehen nach vorne bis ungefähr da bei den Gefechtshäusern oder ein bisschen vorher, drehen den Flieger ab und machen uns und gehen jetzt in den Downwind. Kann ich das da auch da zeigen? Wir warten, bis da der Pfäffiger See in den Blick kommt. Dann richten wir den Flieger auf und jetzt sagen wir Hotel India Mike, Downwind Runway 30. Outbound Route Sierra. Wir sehen da auf der Seite der Flugplatz. Mal schauen da, dass wir da nicht zu hoch reinkommen. Schauen wir den Flugplatz an da auf der Seite. Da sehen wir den Flugplatz. Sehr schön. Wir fliegen jetzt ungefähr in der Mitte des Pfäffikersee. Fliegen wir jetzt. Klappen können wir reinmachen. Und wir machen jetzt mal den Autopiloten rein. Der sollte jetzt eigentlich den Kurs hier nehmen. Wir fliegen ungefähr Mitte See, dass wir die Seiten, die möglichst wenig Fluglärm machen auf dem Land. Und diese Seen hier, da, das ist der Punkt Sierra. Dort fliegen wir über diese Seen und melden uns dann da auch ab. Das machen wir jetzt und jetzt würden wir am Flug uns abmelden, eigentlich von der Frequenz und würden sagen, Hotel India Mike, Sierra 3000 Feet, Leaving Frequency. Also wir verlassen die Frequenz, sind die jetzt frei. Wir haben da, wir kriegen keine Antwort. Jetzt in unserem Beispiel fliegen wir jetzt gerade ja wieder rein in den Sektor Whisky, deshalb melden wir uns jetzt gerade wieder an. In Wirklichkeit würden wir jetzt zurückkommen oder so. Beim ersten Mal sagen wir immer das ganze Zeichen. Hotel Bravo Sierra Mike, Whisky 3000 Feet for Full Stop Landing, Next Overhead. Kommen auch keine Antwort, das reicht. Man könnte jetzt natürlich auch schon fragen, welche Piste, dann kriegen wir eine Antwort. Wenn wir jetzt sagen würden, Hotel Bravo Sierra India Mike, Whisky 3000 Feet for Full Stop Landing. Könnten wir sagen. Jetzt sehen wir hier, das ist dieser Aussparung im Wald, das müssen wir überfliegen und dann ist hier der Flugplatz, das ist da, fliegen wir direkt auf den Flugplatz los. Wir machen jetzt da schon ein bisschen langsamer, machen die Klappen raus, dass wir da ein bisschen mehr sehen und jetzt fliegen wir direkt auf den Flugplatz, überfliegen wir den Flugplatz, so dass wir angenehm das Winddreieck und das Wind,
den Windsack und das Anflugs-T sehen, dann sehen wir, dass wir die Piste 30 haben, und das sagen wir dann, wenn wir das jetzt überfliegen, würden wir jetzt sagen, Hotel India Mike overhead 3000 feet, join downwind runway 30. Also ich werde jetzt in den Gegenanflug einbiegen. Wir machen das jetzt wie vom Flugzeug aus hier. Sinken wir ab auf diese 2200 Fuß, wo die Wolte ist, und wir drehen ab, bis wir wieder den Pfäffikersee im Sichtfeld haben, und visieren da diese kleine Landzunge an. Wir sind jetzt im Gegenanflug, das sagen wir. Hotel India Mike, Downwind, Runway 30. Wir sehen hier die Straße, da die nicht überflogen werden soll. Wir drehen vor dem ab, machen die Klappen mal ein bisschen mehr raus. Wir drehen jetzt ab und können da ein bisschen über diese Häuser kommen. Das macht nichts, das darf man. Aber wir drehen weiter, gerade auf das Fabrikgebäude zu. Diese Fabrik und das Haus da, dieses da, werden wir anfliegen. Und dort drehen wir rein und kommen dann auf die Piste rein, klappen noch voll raus. So, dann die Bäume da nicht streifen, aber man kann auch nicht zu hoch drüber fliegen, weil wir ja auf die Piste runterkommen wollen. Das klappt jetzt eigentlich sehr gut. Wir haben die Piste schön im Sicht. Wir können jetzt hier noch ein bisschen ziehen und kommen schön rein auf diese Piste. So, jetzt müssen wir bis nach vorne rollen, weil erst am Schluss wir dann den Rollweg haben. So, Sie können das vielleicht von außen sehen, sieht man das da besser, oder? Wir sind jetzt da, wir rollen jetzt zurück und gehen in den Rollweg, und wenn es sehr geregnet hat, ist der Rollweg, weil es nur Gras ist, gesperrt, dann muss man auf der Piste zurückrollen. Dann müsste ich da am Flugfunk sagen, Hotel India Mike, Backtrack, Runway 30. Oder wenn einer in Anflug ist, kann ich auch sagen, Waiting for Landing Aircraft. Oder man verständigt sich dann da, das kann aber auch durchaus in Deutsch sein. Ich warte noch, bis du gelandet bist oder so. Das ist eigentlich der Rollweg. Und jetzt müssen wir noch sagen, wir haben die Piste verlassen. Sagen wir Hotel India Mike, Runway 30, vacated. Kann es auch auf Deutsch sagen. Piste 30 verlassen. Wieso ungewohnt, die deutschen Funksprüche zu sagen. Jetzt rollen wir da nach hinten. Wir können jetzt da irgendwo die Piste überqueren. Wir müssen also nicht bis zum Rollweg nach vorne gehen, wir können da vorher abdrehen und die Piste überqueren. Wichtig ist, dass wir hier vielleicht einen Sicherheitshalt machen und mal schauen, ist keiner im Anflug. Also ich könnte da jetzt schauen, ist keiner im Anflug. Machen wir das von innen.
durch, keiner im Anflug, ist frei, und wenn es frei ist, dann kann ich das sagen, dass ich die Piste überquere. Ich sage also Hotel India Mike Crossing Runway 30. Wenn jetzt doch einer im Anflug wäre, dann würde sich der Turm schön melden. Also der Turm meldet sich schon, wenn Sicherheitsbedenken sind für das, was man machen möchte. Aber sonst läuft es eigentlich ohne, dass der Turm sich meldet ab. Einfach, dass die anderen das hören. Hat da so Markierungen, und wir nehmen jetzt irgendeine so Markierung, nehmen wieder die gleiche, wie wir gehabt haben, als wir gestartet sind, können wir da das Flugzeug vorziehen. Also da hat es jetzt ein bisschen hohes Gras, das ist in Wirklichkeit nicht so. In Wirklichkeit wird das jeden zweiten oder dritten Tag, je nachdem wie viel das wächst, wird das gemäht. Also wir haben hier also nie so hohes Gras, wie es hier aussieht. Aber das ist jetzt halt so. Wir sind jetzt da in Veraltdorf. Da ist unser kleines Restaurant. Wir sehen jetzt da keinen in Anflug. Wir sehen Piste, auf der anderen Seite hat es auch noch Flugzeuge. Vor allem ist dort auch Segelflugbetrieb. Das sind die kleinen Hangare, die da sind. Und sie brauchen natürlich dann Benzin, Flugbenzin. Wir haben unsere Flieger auf Diesel umgestellt. Wenigstens 4. Da wäre dann die Tankstelle, und da ist eben das Restaurant, wo man draußen oder drinnen. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt ein bisschen animiert zum diesen Flug machen auf Veraltdorf, und würde mich freuen. Wir hätten dann Zeit und würden kommen und würden Sie da sehen, und dann könnten wir da im Restaurant ein Würstchen essen oder etwas trinken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, der Film hat Ihnen ein bisschen gezeigt, was wir für Funksprüche abgeben, und so wie das bei uns üblich ist. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin gerne bereit, sie zu beantworten, oder ich kann auch die Funksprüche, die ich jetzt hier angetönt habe, könnte ich Ihnen auch aufschreiben, wenn Sie das brauchen würden, aber ich kann es nur auf Englisch aufschreiben, nicht auf Deutsch, weil ich die genauen Bestimmungen oder genauen Ausdrücke nicht kenne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt das Video beenden.